Ja, heute erwarten wir Dr. Brandt. Arno Brandt ist ganz wichtig für das CIMA. CIMA berät viele Institutionen, berät Politik, berät Regierungen und hat eine große Expertise gerade bei dem Thema Regionalentwicklungen, hat uns ganz wichtige Impulse gegeben, wie finden Austauschprozesse statt, wie sieht das eigentlich aus mit den Verkehrssituationen, Pendlerbewegungen, ein ganz, ganz zentrales Thema in unserer Region. Und heute wollen wir über die Entwicklung nach der Landtagswahl sprechen, also ganz taufrisch, mitten in den vielleicht schon Koalitionsverhandlungen, man weiß es noch nicht so richtig. Wohin geht das? Wie ist diese Region eigentlich aufgestellt nach den Wahlergebnissen? Sind wir gut vertreten in Hannover? Und man kann sagen, die schlimmsten Befürchtungen sind nicht eingetreten. Wir sind ganz kraftvoll vertreten als Region. Jetzt müssen wir es auch gemeinsam umsetzen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man nicht immer nur den Blick hat auf, ich sag mal, die Landesregierung oder die Bundesregierung, sondern es auch sehr wichtig ist, dass man sich in der Region selber gut aufstellt, dass man letztlich sich auch den Herausforderungen, die natürlich gegeben sind, Stichwort Klimapolitik oder Stichwort Digitalisierung oder Stichwort demografischer Wandel, dass man sich diesen Herausforderungen stellt und versucht, sich nicht irgendwie einzugraben und letztlich gegen diese Trends anzukämpfen, sondern diese Trends zu nutzen für innovatorische Projekte, für neue Problemlösungen, die unsere Zukunft bewältigen, wenn die Region Braunschweig-Wolfsburg das sich auf die Fahnen schreibt. Dann, glaube ich, wird diese Region in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr erfolgreich.